Abend. Sind Sie Herr Wegert? Oberinspektor Steiner, ich leite die Untersuchung. Das ist Herr Fröschel, mein Assistent. Grüß Gott. Zunächst möchte ich Ihnen mein herzliches Beileid aussprechen. Herr Wegert, haben Sie irgendeinen Verdacht, wer Ihre Gattin ermordet hat? Ich meine, haben Sie oder Ihre Frau irgendwelche Feinde? Wusste irgendjemand, dass Sie viel Geld im Hause hatten? Meine Frau sollte eigentlich erst morgen Abend zurückkommen. Wie viel wurde geraubt? Alles. Schmuck? Bargeld? Wertgegenstände? Wie hoch würden Sie den gesamten Verlust beziffern? Eine halbe Million mindestens, eher mehr. Herr Steiner? Ja, bitte. Entschuldigen Sie. Die Todesursache ist eindeutig, Doktor. Ja, drei Schüsse wurden aus nächster Nähe abgefeuert. Jeder von Ihnen war tödlich. Ja, danke, es ist gut. Herr Wegert, ich weiß, es ist kein Trost für Sie. Aber wir werden alles tun, um den Mörder Ihrer Frau so schnell wie möglich hinter Schloss und Riegel zu bringen. Ja, 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 Freiheit ist doch unbezahlbar, findest du nicht auch? Und wenn die Polizei nun einen Tipp kriegt? Ja, ja, wenn die Frau Wegert nur eine halbe Stunde später nach Hause gekommen wäre. Naja, ich kann sie dann auch nicht mehr zum Leben erwecken. Jedenfalls, die ist stumm. Für einen Einbruch jederzeit, aber bei einem Mord. Schmuck, na klar. Aber was ist mit dem Bargeld? Ja, ja. Ja, hier steht was von einer halben Million. Das ist kein Pappenstiel. Ach, Junge, erzähl mir nichts, ich lese doch die Zeitung. Nicht gerade schmeichelhaft, was die da schreiben. Und leider haben sie sogar recht. Drei Tage nach dem Mord an Frau Wegert immer noch keine einzige Spur. Herr Direktor, ich tue, was ich kann. Ja, vielleicht ist das zu wenig. Ich habe mir schon überlegt, heute kommt doch der Wanninger aus dem Urlaub zurück. Vielleicht sollte man den auch noch dran setzen. Also hexen kann der Wanninger auch nicht. Und ich glaube, das müsste man in diesem Fall. Ja, bitte. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen, Herr Direktor. Morgen. Ach, der Herr Steiner. Guten Morgen. Guten Morgen, Wanninger. Ich melde mich aus dem Urlaub zurück. Wie war's denn in Italien? Ne? Nee, fragen Sie mich nicht. Ich bin froh, dass ich den Urlaub hinter mir habe. Meinen Sie, ich hätte in ganz Venedig einen Leberkäs gekriegt? Und das Bier, das da drunten haben, mei, das ist ja nicht zum Saufen. Also ich sage Ihnen, das kann man höchstenfalls zum Gurgeln hernehmen. Also typisch Wanninger. Ja, ja. Ja, Herr Steiner, ich hab's schon gehört. Sie bearbeiten den Fall Wegert, gell? Na, wie schaut's denn aus? Schlecht. Ah, was Sie nicht sagen. Ja. Und ich hab mir gedacht, bis ich meinen Kopf ausgepackt hab, ist der Mörder längst überführt. Mit der... Ja, bitte. Für Sie, Herr Steiner. Ja, Oberinspektor Steiner. Was? Ach, Sie sind Telefonistin. Wo? Moment, ich notiere. Pension Frühling in Pasing. Ja, gut. Vielen Dank. Ich komme sofort. Herr Wanninger. Haben Sie Ihren Koffer schon ausgepackt? Nein, wieso? Weil ich den Mörder vielleicht schon habe. Was? Sie entschuldigen, Herr Direktor. Bis später. Ja, aber was? Also manchmal könnte man direkt abergläubisch werden. Da rennt doch der Steiner tagelang wie eine aufgescheuchte Henne durch die Gegend. Und kaum bin ich wieder da, schon schnappt er den Mörder. Per Telefon. Das wird die Puppe noch teuer zu stehen kommen. Schließlich gibt es ein Telefongeheimnis. Die Telefonistin hat absolut korrekt gehandelt. Sie war sogar verpflichtet, die Polizei zu verständigen. Also, mit wem haben Sie vor einer halben Stunde telefoniert? Was geht denn Sie das an? Sie haben sich über einen Mord unterhalten, Herr Stadler. Das ist doch lachhaft. Wir haben über den Bericht in der Zeitung gesprochen. Ist das vielleicht verboten? Also, wo waren Sie Dienstagabend zwischen 11 und 12? Dienstag? Das weiß ich nicht mehr. Schade. Sie sind Bildhauer? Ja. Und Sie besitzen ein eigenes Atelier in Schwabing? Ja. Warum haben Sie dann hier ein Zimmer gemietet? Das werden Sie nicht verstehen. Ein Künstler braucht öfter mal Abwechslung. Neue Umgebung, andere Atmosphäre. Ohne das geht's nicht. Und nur zur Regeneration quasi sind Sie also mit der Trambahn nach Pasing gefahren? Ja.
Nur Beamte glauben, es muss immer Paris oder Italien sein. Also, mit wem haben Sie vorhin telefoniert? Moment, jetzt weiß ich wieder, wo ich am Dienstagabend war. Nämlich? Im scharfen Eck in der Clemensstraße. Ich habe den ganzen Abend Skat gespielt. Wir werden das überprüfen. Jetzt muss ich Sie leider bitten, mit aufs Präsidium zu kommen. Ich denke nicht dran. Oh doch, Sie sind verhaftet. Mein Gott, hat der Steiner am Assen. Geh, Rosal, bring es uns noch zwei halbe. Mir nicht, bitte. Nicht? Also, Stadler heißt der Kerl. Mhm. Hat er schon gestanden? Im Gegenteil, der hat angeblich ein Alibi. Ich muss dann noch bei dem betreffenden Wirt vorbei. Und der Steiner ist jetzt gerade beim dritten Skatbruder, einem gewissen Baldur Nitschke. Der hat einen Autoverleih am Koblerplatz. Herr Nitschke, wo waren Sie vergangenen Dienstagabend? Dienstag? Moment. Ah ja, da haben wir im scharfen Eck Skat gespielt. Wer ist wir? Der Wirt und ein Bekannter. Wie heißt der? Max Stadler, wieso? Können Sie das behalten? Selbstverständlich. Sagen Sie, Herr Oberinspektor, ist was mit den beiden? Zigarette? Danke. Von wann bis wann haben Sie neulich Karten gespielt? Von halb, dreiviertel acht bis ungefähr 3 Uhr früh. Ohne Pause? Ja. Der Stadler war also die ganze Zeit im scharfen Eck? Ja. Gibt es dafür noch weitere Zeugen? Kaum. Wieso nicht? Weil am Dienstag bei mir Ruhetag ist. Mhm. Spielt ihr da öfters Karten? Hundertmal gelangt nicht, dass wir da schon ins Kartroschen haben. Wissen Sie, der Stadler Max ist bei mir Stammgast. Wir kennen jetzt seit 2,5 Jahren, seitdem der vorige Pächter gestorben ist. Und wer hat am Dienstag gewonnen? Ich selber. An die 80 Mark. Wissen Sie, wir spielen bloß um Pfennig. Ah, da schon her. Und wer hat verloren? Alle zwei. Wie viel? Ja, der Stadler Max so um die 20 Mark und der Nitschke an die 60. 4 Kragen Hand hintereinander mit Kontra habe ich heimgebracht. Dann wird's doch dazu keine Milch getrunken haben, hm? Nein, gewiss nicht. Zuerst ein Bier, nachher ein paar Klare. Prost, Fröschl. Prost, Herr Weininger. Also, wie gesagt, alle drei sagen haargenau das Gleiche aus. Nicht der geringste Widerspruch. Und ich darf glatt den Stadler wieder laufen lassen. Mhm. Aber uns hat sich wenigstens ein Zeuge gemeldet. Der hat von der Wegert Villa eine helle Limousine mit einem blauen Dach gesehen. Und nach dem Mord war es weg. Mhm. Wir haben sogar das polizeiliche Kennzeichen. MPY98. Der Zeuge hat sich bloß gemerkt, weil sein Auto zufällig MPY99 hat. Mhm. Also, der Nitschke, der hat ein Auto verleiht. Mhm. Am Koblerplatz. Ja, dann geh doch einmal zu ihm hin und fragen, ob er nicht auch eine helle Limousine mit einem blauen Dach hat. Ach, Sie meinen? Und außerdem beantragst du, dass sein Telefon überwacht wird. Okay, die haben doch alle ein Alibi. Ja, ja, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Stadler extra jemand anruft, nur mit ihm darüber zu plaudern, über einen Mordfall, von dem er doch bloß in der Zeitung gelesen hat. Sag einmal, wann entlässt denn der Steiner unseren Künstler? Heute nach dem Essen, so gegen 2. Da ist der Herr Stadler. So, da ist Ihr Brieftasche. Schauen Sie nach, ob nichts fehlt. Ja, zum Zutrauen, wer sagt, dass ihr selber was damit hat. So. Ein Gürtel. Ein Rasierapparat. Brieftasche. Feuerzeug. Armbanduhr. Taschenmesser, Schlüssel. Eine Geldbörse. Unterschreib's da, bitteschön. Moment, ich muss erst meinen Hosenträger. Ich geh, Herr Nachbar, helf, dass wir heute ein bisschen noch. So, die Hosenträger. Mein lieber Schwan, wie Inspektor Steiner, darf ich auch nicht im Finster begegnen. Bloß weil ich in der Nähe vorbeigegangen bin, wie ein paar Gangster in der Feilenstraße die Hyperbank ausgeräumt haben, hat er mich für 3 Tage einbucht. Dankeschön. Was hast denn du ausgefressen? Gar nichts, war ein Irrtum. Was? Du bist auch unschuldig. Da haben denn die alle Dreck im Hirn. Sie werden es halt ausfallend. Unterschreiben Sie lieber da. Und Sie bitte auch. Da. Ich heiße Franz Josef. Und du? Max.
Du, ich glaube, wir müssen einen heben. Ich weiß, pfundige Beizen gleich da hinterm Bau. Dann wäre mein Stammlokal in Schwabing lieber, wenn du mitkommen willst. Das ist mir wurscht. Ich hab's jetzt, wenn's Bier frisch ist. Gehen wir. Hallo, Zentrale. Bitte melden. Wir haben den Wagen PY98. Richtig. Wir warten zunächst selbst. Standort, Heise Straße 4. Ende. Verstanden. Da kommt der Fahrer. Na, no, das geht ja wie geschmiert. Gehört dieser Wagen Ihnen, Kriminalpolizei? Was soll das? Stehe ich im Parkverbot? Ist das Ihr Wagen? Ja. Dann kommen Sie bitte mit aufs Präsidium. Ja, wieso? Ihr Wagen wurde am Dienstagabend gegen 23 Uhr vor einer Villa in der Parkallee gesehen. Na und? Zur selben Zeit ist in der Villa ein Mord passiert. Was? Ihr wolltet den Mord an der Frau Weger dann hängen? Da legst du ihn nieder. Und Sie, Sie haben ihn rausgehauen. Gratuliere. Wissen Sie, früher, wie ich noch in der Gegend gewohnt habe, da bin ich öfters reingekommen. Sagen Sie mal, lebt er eigentlich noch, der alte Pächter, der Herr, wie hat er jetzt geheißen, der Brunnenmeier? Ja. Nein, der ist schon lang gestorben. So. Na ja, mal, da bresseln sie uns alle. Aber zuvor gehe ich noch einmal hinaus. Pass auf, was du mit dem Nitschke da sprichst, das gefällt mir nicht. Wann willst du? Du hast ihn erpressen wollen, hat mir selber gesagt. Was heißt erpressen? Der Nitschke hat jedem von uns 30.000 gegeben und mir beschwören dafür sein Alibi. Das war vielleicht ein Fehler, aber wir haben uns einmal drauf einlassen. Du warst auf das Geld genauso aus wie ich. Außerdem können wir uns immer noch ausreden. Wir haben A gesagt, also müssen wir auch B sagen. Mach bloß keine Extratouren. Wegen dir waren wir beinahe aufgeflogen. Glaub mir. Mit dem Nitschke ist nicht zu spaßen. Ja, ich weiß. Bitte sehr, Sie wünschen? Grüß Gott, ich hätte gerne einen Leihwagen. Für wie lange? Das kann ich nicht genau sagen, vielleicht ein paar Tage. Geht das? Sicher. Was für einen wollen Sie denn? Ja, den da. Der ist leider vorbestellt. Schade, kann man nichts machen. Ja, nehmen Sie doch einen anderen. Alle Wagen, die Sie hier sehen, gehören zu meinem Park. Na, danke schön. Genauso einen suche ich nämlich. Aber ich komme wieder mal vorbei. Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Autoverleih Nitschke? Mensch, spinnst du denn völlig? Keine Angst, ich rufe aus einer Zelle an. Übrigens, vielen Dank für deine Hilfe bei der Polizei. Unsere alte Rechnung bleibt trotzdem offen. 50.000 oder du hockst. So, jetzt geht's wieder. Wo ist denn der Max? Draußen, in der Telefonzelle. Ja, warum telefoniert er nicht da? Da steht doch ein Preis. Was weiß ich. Der ist manchmal ein bisschen komisch. So, hat er schon Zeit? Ja. Dann erledige ich das. Was macht's denn? 4,40 Mark. Stimmt schon. Also, pfiat einer. Wir sehen uns bestimmt noch öfters. Und komm nicht auf die Idee, mich aufs Kreuz zu legen. Mein letztes Wort überlegst dir. Ich ruf dich wieder an. Entschuldige, hast du eine Feier? Danke. Also, du hörst von mir. Mach's gut. Mach doch eine. Danke, jetzt nicht. Tür, da schau her. Noch immer keine Spur im Mordfall Wegert. Polizei steht vor einem Rätsel. Ob die den Mörder je finden werden? Na, wie ich den Laden hier kenne, verhaften die erstmal ganz München und am Schluss haben sie ihn dann doch nicht. Sie geben also zu, Herr Borsian, dass Sie für die Zeit von 23 bis 24 Uhr kein Alibi haben? Nein. Aha. Das heißt ja. Ich bin am Dienstagabend nach dem Krach mit meiner Frau zu Fuß durch die Stadt gelaufen. Und was war mit dem Wagen? Den hat meine Frau gefahren. Sie hat mich gesucht und hat sämtliche Freunde und Bekannte abgeklappert. Moment, langsam. Den Wagen mit der Nummer PY98 hat Ihre Frau gefahren? Ja. Gibt es dafür Zeugen? Aber natürlich. Ein Kollege von mir ist sogar mitgefahren. Haben Sie auch Bekannte in der Parkallee? Nein. Darf ich jetzt gehen? Zunächst mal werden wir Ihre Angaben überprüfen. Bitte halten Sie sich zu meiner Verfügung. Na, wie schaut's aus? Ich fürchte, das war schon wieder ein Schlag ins Wasser. Da wohnst du.
Ist ja närrisch. Na, eigentlich gehört das Atelier einer Freundin von mir. Ja. Aber die ist für ein Jahr nach Paris gezogen. Und warum sind wir daher und nicht zu dir heim? Weil es mir hier besser gefällt. Aber sag mal, wie war das eigentlich mit dem Bankraub? Du bist da zufällig in der Nähe gewesen? Es war nicht der erste Bankraub, bei dem ich zufällig vorbeikommen bin. Aha. Dann immer raus mit der Sprache, hast mir gestanden, ne? Okay. 186.000 Mark Beute. Wo habt ihr denn das Geld versteckt? Hab ich dem behauptet, dass ich mitgemacht habe? Ja, schon gut. Ich mach uns einen Kaffee, ja? Du, Max, sei mir nicht böse. Ich muss noch was erledigen. Ist er gleich fertig? Nein, nein, es geht nicht. Ich komme am Abend noch mal vorbei, wenn es dir recht ist. Du spielst doch ein Skat. Keine schlechte Idee. Aber wo kriegen wir einen dritten Mann her? Den bringe ich mit. Einverstanden. Okay. Servus. Servus. Ich komme nicht auf die Idee, mich aufs Kreuz zu legen. Mein letztes Wort, überleg's dir. Ich ruf dich wieder an. Mensch, Max. Entschuldige, hast du eine Feier? Danke. Also, du hörst von mir. Mach's gut. Warte. Danke. Die Telefonistin von der Pension Frühling behauptet fest, dass das genau dieselben Stimmen sind, als die, die es heute früh am Telefon belauscht hat. Ja, sehr schön. Einen Moment, ich bin gleich fertig. Sehe fix, wo ist denn das P? Da rechts oben. Ah, ja. Was machen Sie denn da, Herr Wanniger? Eine kleine Spielerei von mir. Allmählich sollten Sie aus dem Urlaub wieder in die Arbeit zurückfinden. Ja, da haben Sie recht. Ich habe noch nicht einmal meinen Koffer ausgepackt. Da wird's aber Zeit. Nur nicht hudeln. Da, Lies. Muss Forderung auf 100.000 D-Mark erhöhen, abliefern heute zwischen 23 und 24 Uhr im Atelier von Edith Jost, Parsivalplatz 4. Den Brief bringst du jetzt persönlich zur Post und gibst ihn per Eilboden auf. Herrn Baldur Nitschke? Mhm. Hospi. Und heute auf die Nacht dreschen wir einen Skat. Servus, Max. Servus. Die Haustür war offen. Das ist der Toni. Guten Abend. Guten Abend. Kommt rein. Oh, sauberne Bude hast du da. Alle Achtung. Darf man sich ein bisschen umschauen? Natürlich. Er hat auch was mit dem Bankraub zu tun gehabt. Was, der? Psst. Also packen wir's. Wo sind die Karten? Den Saunschnapsel. Logisch. Ja, von oben. Wie teuer spielen wir denn? Viertel. Ah. Na, sag mal, halbe. Gut. Das reicht. Du sagst was? Ja, ja, gleich, gleich. Sag mal ein schönes. Ja. 18? Hm? 20? Ja. 2, 3, 4, 7? Ja. Ah, weg. Weg. Das Kart brauche ich nicht. Grand Hand. Los, das kann ja lustig werden. Trinken wir es mal ein. Prost. Prost, Max. Prost. Prost, Toni. Den Zehner. So, dann Schneider seid ihr auch. Das ist Pik, ohne 3, Spiel 4, Schneider 5, 55, halt Kontra war es noch, 110.
Macht 55 Penning, bitte. Mensch, das Kind, Toni, wir sind doch keine Bankdirektoren, dass du uns so ausrauben kannst. Okay, machst doch heute sowieso noch gnädig. Ja Gott, schwül ist da drin. Kann man da nicht ein Fenster aufmachen. Wie spät ist denn eigentlich schon? 3:30. Was? Ja, da muss ich weg. Ich hab doch meiner Freundin versprochen, dass ich es heute abhole. Was? Ja, ja. Also die Revanche, die machen wir dann ein anderes Mal, gell? Ein paar Bockhunden können wir dann auch spielen. Nein, das geht nicht mehr. Franzi, vierte. Servus, Max, und Dankeschön für alles, gell? Servus. Vielleicht sollte ich jetzt auch gehen. Spielen können wir sowieso nicht mehr. Ach, bleib doch noch ein bisschen. Sag mal, der Toni war bei dem Bankeinbruch dabei. Wie viel Mann wart ihr denn? Max, das erzähle ich dir später mal, wenn wir uns besser kennen. Jetzt lass mich heim, ich bin auch schon müde. Und außerdem kriegst du Besuch. Komisch. Weiß doch niemand, dass ich hier bin. Na, vielleicht hat der Toni was vergessen. Das glaube ich nicht. Aber bleib doch noch ein bisschen. Na, was hast du denn auf einmal? Vielleicht will er ihn jetzt zu deiner Malerin. Aber die ist ja schon seit einem halben Jahr in Paris. Ach so. Also dann Servus. Mensch, Aldo, wo kommst denn du her? Fragen stellst du. Bist du allein? Ja. Das heißt nein. Ein Bekannter von mir ist gerade Zigaretten holen gegangen. Ach. Die da reichen ihm wohl nicht, was? Irgendwas schiefgelaufen, oder? Wie hast du mich gefunden? Du hast mir doch einen so lieben Brief geschickt. Erinnerst du dich nicht? Ich dir einen Brief? Dass du mich hier erwartest mit 100.000 Piepen. Mensch, das ist eine Falle. Was du nicht sagst. Da steckt die Polente hinter. Das kannst du deiner Großmutter erzählen. Wahrscheinlich wolltest du zu deinem Schutz einen Zeugen da haben, aber der hat sich wohl verdrückt. Mach doch keinen Quatsch, Junge! Jetzt nicht. Du musst ja ganz schön Schiss vor mir haben. Erst gehst du in ein Hotel und jetzt versteckst du dich hier. Ich schwöre dir, ich hab dir keinen Brief geschickt. Ja, ja. Außerdem ist es mir Jacke wie Hose, ob du mich per Brief oder per Telefon abpresst. Jetzt rechnen wir ab. Hör zu, Junge, lass uns das vergessen. Ich bin mit 30.000 zufrieden, will keinen Pfennig mehr. War blöd von mir, dich schöpfen zu wollen. Lass uns vergessen, okay, Baldur? Das könnte dir so passen, du Schwein. Und dann rennst du zur Polizei und verpfeifst mich. Ja. Das ist mir zu riskant. Nein! Hilfe! Stehen bleiben! Keine Bewegung. Ach, du hast geschossen. Mensch, jetzt machen wir ihn fertig. Hände hoch! Darf ich vorstellen, Inspektor Wanninger? Idiot. Meines Erachtens gibt es lebenslänglich für den Raubmord und 5 Jahre Zuchthaus wegen Mitwisserschaft. Jetzt brauchen wir bloß noch den dritten Skatbruder verhaften, nämlich den Wirt. Ihr seid mehr saubere Skatbrüder. Mein Kollege Steiner wird sich freuen, wenn er euch Früchterl wiedersieht. Geh mal. Ach ja, ich hab dir ja versprochen, dass er dir was von dem Bankraub erzählt. Also der Toni, der hat wirklich was damit zu tun gehabt. Der hat nämlich den Fall aufgeklärt. Übrigens, darfst du ab sofort wieder Sie zu mir sagen. Passt mich. Los.